Einen wunderschönen, ja, Chicky Boy, bist du da? Hi! Hi! Wir spielen mal wieder Rocket League, weil da hat sich was geändert. Was hat sich denn geändert? Weißt du das? Ja, Saison 1 beginnt. Oh, es gab ein Update. Ja. Ja, Gold, ja. Also. Und also die Bronze, Silber, Gold und Platin liegen. Da gibt es jetzt ein neues Rangpunktesystem mit Ingame-Belohnungen. Wow. Allerdings weiß ich nicht, was für Ingame-Belohnungen, aber ich gehe mal davon aus, irgendwie eine Flagge oder ein Painting oder vielleicht spezielle Reifen, irgendwie sowas, würde ich also jetzt mal behaupten. Also kein Geld. Schade. Nein, leider wohl nicht. Ah, Mist. Auch keine neuen Autos vielleicht oder. Obwohl, nee. Das könnte vielleicht sein. Nee, neue Autos gibt's mit dem nächsten DLC. Also da ist was in Arbeit und das kommt. Ich weiß auch nicht, vielleicht nächsten Monat, man weiß es nicht. Es gibt auch Einzel-3 versus 3 Matches, gibt's wieder. Die gab's vorher nicht, die wurden entfernt, aber haben sie wieder hinzugefügt. Okay. Und die Ranglisten wurden zurückgesetzt. Da haben wir ja Chance, jetzt auf Gold zu kommen endlich, ne? Ja, wird ein bisschen, was heißt einfacher, aber es ist ein bisschen anders. Wir werden auch gleich Ingame sehen, wenn wir Ranked spielen sollten. Das Punktesystem ist jetzt ein bisschen transparenter, man sieht das auch schön eingeblendet. Ja. Und die Ligen wurden aufgeteilt. Also man hat jetzt irgendwie Bronze 1, 2, 3 und dann Silber 1, 2, 3 und so weiter bis halt zu Platin. Platin, wow. Platin, genau. Und man steigt jetzt pro 100 Punkte eine Liga auf. Also ich sag jetzt mal 100 Punkte in Bronze 1, 100 Punkte Bronze 2. So wird das funktionieren. Okay. Und diese Saison 1, die hat jetzt vorerst kein Enddatum. Also das wird jetzt erstmal ein paar Monate laufen, laut Ankündigung. Und wir wollen wohl, bevor die Saison 2 startet, das ankündigen vorher. Okay. Ein paar Wochen. Also ich bin mal gespannt, wie es läuft. Und vor allem, was es für Ingame-Belohnungen gibt. Lass uns mal überraschen. Hast du die Einladung erhalten? Ja, aber selbstverständlich. Bei dir. Ich habe hier noch... Da ist das Auto mit dem Heilenschein. Den gibt's nur mit dem DLC, ne? War das nicht so? Genau. Ja. Genau. Na, ich nehme hier wieder die kleine Wuchtbrumme hier. So, online spielen, Match suchen und ich brauche wieder die Maus. Oh, er blendet jetzt sogar Sachen aus, die keinen Sinn machen in der Liste. Aha. Ja, genau. Das war ja vorher nicht, da konnte man ja alles auswählen. So, in Region, alle. Ja. 100.000 Spieler sind online, da werden wir ja noch ein paar finden, die wir richtig so abziehen können, ne? Auf jeden Fall. Ich bin heiß. Schauen wir mal. Suche läuft. Wir haben ja auch schon ein bisschen nicht gespielt. Wir haben auch schon länger nicht gespielt, ne? Ja, länger. Seit Erstellung der letzten ablaufenden und so weiter. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt noch können, ne? Also ich nicht. Kein Problem. Irgendwie sieht das die Grafik auch anders aus, kann das sein? Ja, das kann sein. Das ist mir auch aufgefallen, aber das ich finde irgendwie negativ. Hat sich irgendwie verschlimmbessert. Huch. Aua. Das sah semi-professionell aus, was du jetzt das da sieht gemacht jetzt, hast. Ja, das sieht jetzt nämlich auch aus. Vor, ne? Ja, super. Das sieht jetzt eher so. Jetzt sieht es eher so richtig verspielt aus. Es gefällt mir überhaupt nicht. Also das hat jetzt ein bisschen was von PlayStation 4. Es ist irgendwie nicht mehr so klar, das Bild. Das ist auch so ein PS4-Syndrom. Gefällt mir nicht so. Nee, auch die Farben, die scheinen. Mein Nachbrenner, der sieht irgendwie anders aus. Aber ich habe definitiv nichts eingestellt. Was machen wir? Weiß ich nicht. Ich habe definitiv nichts eingestellt. Ach so, nee, ich auch nicht. Ich habe gerade noch mal geguckt in den Optionen. Irgendwie ist alles noch so wie vorher. Aber die Grafik, irgendwie sieht das nicht mehr so rund aus. Oh, scheiße. Ja, wie gesagt, das ist so eher so plastisch. So, Hab aber auch in den Patch Notes nicht gelesen, dass da was geändert wurde. Vielleicht muss ich nochmal nachgucken. So, jetzt mal aufpassen hier. Ja. Ja, wir machen dann ansonsten wieder immer so die drei Matches, oder? Die waren eigentlich eine ganz gute. Das war gut, ne? Ja, Hausnummer für die Aufmerksamkeitsspanne. Da ist das Tor. Ah. Nein. Aber ich habe noch eine Chance. Oh. Ich hatte meine. Da jetzt? Ist es. Ah, nein! Dabei habe ich ihn schon freiräumt, ja.
Hol ihn dir, Tiger. Was macht Rachete? Rachete 2. Oh, oh. Und nach vorne. Der Ball muss ins Ecke. Ins Eckige, so rum. Und da ist er. Och, Mist. Da war er noch dran. Ich glaub's nicht. Kann es sein, dass der Turbo jetzt länger hält oder so? Oder sich auffrischt? Nee, da ist es dahin. Ich wollte ihn noch wegschubsen. Wir werden es jetzt im Replay sehen. Ich war da dran an der Sache. Aber, ja. Er hat ihn noch ein bisschen nach rechts gekickt. So, doch, das sieht anders aus. Auch die, das Profil von den Reifen sieht doch anders aus. Jungs, warte, nicht spielen. Ach, Mist, Entschuldigung. Herr Kollege. Ach ja, wir spielen ja ranked, wir müssen jetzt einen auf Profi machen. Oh. Ja, weil der geht nämlich rein, der Ball jetzt. Mist. Nee, aber nichtsdestotrotz, wo ich stehen geblieben bin, die Reifen haben Profil. So ein ganz seltsames. Warte, das war vorher nicht. Das ist mir sehr als Neuerung aufgefallen. Oh. Bleib so. Mal hinten. Der wird den ja. Nehme ich jetzt genau so spielen. Darüber hinaus. Oh. Ich werde mal nachlesen. Vielleicht haben die da tatsächlich was geändert. Ja! Da ist das Tor! Doch, das sieht, vielleicht ist, liegt das auch am Level, dass man vielleicht die Arena anders gemacht hat. Nee, aber das sieht mir, so. Ist mir aber auch beim kurzen Anzocken nach dem Patch ist mir das allerdings auch aufgefallen, dass irgendwas ist hier anders. Ach, den kriege ich nicht, der ist zu hoch. Ich küm. Oder so. Mach mal weg, das Ding, warte. Ah. Ja. Wobei ich auch im Moment ein bisschen angeschlagen bin, weil mein Portemonnaie ziemlich gelitten hat bei den ganzen Game... Zurzeit die Deals auf GOG oder... Mist, was falsche Richtung. Was machst du denn? Falsche Richtung. Ja, das ist... Oh. Ja. Im Moment ja, das ist im Ziel. Hau mal weg, die Kiste. Ja, die Pille ist weg. So. Ja, das ist... Das ist zurzeit wirklich ganz böse. Da ist das Tor. Jawohl. Ja! Diese ganzen Deals und hast du nicht gesehen. Und das Problem ist, das geht ja dann immer irgendwo über PayPal oder Kreditkarte oder keine Ahnung. Da hat man ja überhaupt keine Kontrolle mehr drüber. Richtig. Ganz, ganz schlimme Kiste. Aber man kann auch eher vorhin, wie gesagt, Dark Souls für 4,99. Das ist aber auch echt ein Hammer-Deal. Ja, ja. Und also, ich hab's noch nicht gespielt vorher, deswegen... Ja, du wirst aber zig Stunden, da wirst du aber zig Stunden zu tun haben mit dem Ding. Ja, da bin ich mal gespannt. Das war ein guter Schuss, ne? Guck ihn dir an. Ast, Reino. Zack. Wir können es ja eigentlich verraten. Also die gegebenenfalls den Stream gucken, das dürften 1, 2, 3 oder so gerade sein. 2. Ist ja auch erstmal egal. Ich habe die Folgen werden heute Nacht rendern von der gestrigen Aufnahmesession. Also wir haben ja gestern Don't Starve aufgenommen. Und das Ganze fast 3,5 bis 4 Stunden. Ah, Mist. Also das wird eine Menge, die da auf einen zurollt. Aber es sind alles 45-Minuten-Blöcke, weil ich habe, weiß Gott... keine Möglichkeit gefunden, vernünftig irgendwo noch dazwischen Cut zu setzen. Ohne dass da, oder andersrum, ich wollte, dass es Sinn erhalten bleibt, das Ganze. Das war ja eher alles so... Oh, ich bin daneben gesprungen. Das war ja alles eher... Oh Mist, der geht drin. Nein. Oder auch nicht. Noch eine Chance, aber ja. Daneben. Oh. So. Warte. Schön. Hau ihn rein.
Ah. Au. Da ist er. Ja. Mit Vorarbeit. Haha. Wuhu. Ja, nichtsdestotrotz, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir sterben bei Don't Starve Together. Genau, und zwar ein paar Mal. Einige Male, ja. Und das 4 Stunden lang. Also letztendlich ist es das reinste Dahinsiechen, wenn man so will. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass also das letzte Spiel war gut. Ja, genau. Das ja, also das ist in Aussicht. Und der ist nicht drin. Nicht schade. Drin, schade. Aber nichtsdestotrotz, 5-2. Super. Da kommt noch... Ah, Mist. Ich hätte noch von oben kriegen müssen. Oh, wir sind sogar in Silber eingeordnet worden. Ich bin begeistert. Und weißt du auch, warum? Da habe ich mich nicht ganz so dämlich angestellt. Weißt du, warum wir in Silber eingeordnet worden sind? Nein. Weil nämlich mit der neuen Saison, beziehungsweise mit dem neuen Ranglistensystem, unsere beiden Ränge quasi verrechnet werden. Und damit wird dann so der Einstieg, in welche Liga man so kommt, wird dann, ja, das entscheidet das Ganze. I see. Und wir können jetzt in dem Menü, wie du siehst, kann man jetzt erstmalig auch tatsächlich ein neues Match suchen. Ah, man musste vorher... Genau. Ja, musste vorher ja raus, damit man überhaupt anfangen kann. Ja, und an erster Position war dann immer Replay speichern und man hat halt häufig einfach das Replay gespeichert, obwohl man ein neues Match suchen möchte, ne? Also, Ach so, war das neue Match? Nee, neue Match musste man noch mal rausgehen eigentlich. Genau. So, wir spielen gegen Lofada und CS Ghetto. Ja, Lofada und Mr. irgendwas. Oh, warum fliege ich denn so hoch? Oh oh. Stoppball. Ich häng im Tor fest. Weg mit der Pille. Ja. So, Firefox, jetzt aber. Ja, er hat ein Eigentor. Guter Schuss. Mann. Aber ich wäre noch dran gekommen sonst. Er war bloß vorher... Hat er ihn so ein bisschen reingedrückt. Ein klitzekleines bisschen. So, der Ballkontakt, der erste, das ist immer noch 10 Punkte. Das ist gut. Also die Punkte, die bleiben gleich. Ich glaube, da hat sich auch nichts verändert. Ja, da komme ich jetzt leider nicht mehr dran an den Ball. Auch diese Glühperlen hier. Oh! Die sehen ganz anders aus hier, die Turbo-Auflader. Die sind so, als ob irgendein Shader nicht so richtig sauber läuft oder so. Boah, das war jetzt aber hier echt eine knappe Nummer. Oh. Schön. Ja, als ob irgendein Shader hier, da ja. ist er. Als ob ein Shader nicht so richtig greift. So sieht das aus. Ich weiß nicht, wie bei dir die Turbo-Perlen, die großen, aussehen. Die haben so einen ganz dunklen Schimmer, haben die. Ja, das stimmt. So eine Aura, ganz komisch, das stimmt. Also ganz seltsam. Meiner. Also das habe ich ja... Das hast du vermisst, gibst du? Ja, das habe ich vermisst, ja. So, warte mal, geh mal aus dem Weg da. Ja, Entschuldigung. Ich fahre gerade mit einer anderen Kameraansicht. Achso, das ist nicht gut. Ja, ist er. Das war doch mal Team. Jawohl, ja. Das war super. Gucke, klick, klick. Dann du nochmal und hinten ran. So. So ist schön. Oh mein Gott. Kurios. Ja. Lofthada. Ah, Mist. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass die Physik ein bisschen vom Ball verändert wurde, oder? Findste? Also was heißt Physik? Die Kamera ist jetzt ein bisschen ansprechender und man hat nicht so das Gefühl, dass es so ultra schnell und... Ja, ich weiß nicht, wie man... Ah, Mist. Scheiße, warte.
Nein, ich habe ihn weggeschubst, aber du musst jetzt den Ball kriegen. Ja, sehr gut. Jetzt du nachsetzend. Mist, ein Millimeter hat gefehlt. So, jetzt nochmal von der Seite. Nein, doch nicht. Oh, der ist vorbei. Ich hänge im Tor fest, Mist. Was macht ihr denn da? Kuscheln. Ach, kuscheln. So. Ich bin beeindruckt. Wir führen 3-0. Ja, und das soll auch so bleiben. Aua! Und wir spielen tatsächlich nicht Bronze, wie wir es vorher getan haben, sondern wir spielen in der Silberliga. Da frage ich mich aber, was Lofada hier spielt, ja? Das ist irgendwie. Also, wenn ich an die letzte. Vergessen. Wenn ich an die letzte Saison denke, da sah das doch ein bisschen anders aus. Also da haben wir hier ja gleich in den ersten 10 Sekunden Dresche gekriegt, ja? Ja, oh, das stimmt. Ja, das stimmt. Der ist drin. Der ist drin. 4-0. Oh. Spielmacher habe ich gekriegt. Ein Hattrick habe ich. Nee, also, wie soll ich das sagen? Das ist nicht so, so überschnell, also das die letzte Session empfand ich richtig schnell stellenweise, sondern vielleicht liegt es auch an der Kameraführung, dass die jetzt besser läuft. Nee, dazu muss man aber auch sagen, wenn du mit richtigen Profis spielst, mit Veteranen, Leute, die das Spiel drauf haben, dann geht das auch wirklich ein bisschen schneller. Das sind hier keine Profis, das merkt man auch. Guck mal, die kriegen den Ball nicht. Ich hab ihn. Nein! Es sind keine Profis. Verdammt! Nicht, aber ja, aber warum sind sie dann im Silberrang? Ja, das frage ich mich gerade auch. Jetzt, der muss jetzt aber drin sein, oder? Oh. Nö. Ach, Mist. Oh. Den hast du reingekickt. Herzlichen Glückwunsch. Ein Tor. Guter Schuss. Ach, da wollte ich zaubern und naja. Du wolltest eigentlich andersrum, ne? Ja. Gut, den Luxus können wir uns jetzt erlauben, solche Spirenzszene zu machen. Ja, wenn wir. Vielleicht liegt es auch an der Physik von den Fahrzeugen. Die scheinen nicht mehr ganz so elendig lange irgendwo festzuhängen. Ach, das finde ich aber schon. Der geht rein, oder? Mach ihn mal rein. Jawohl. Nee, oder sich besser oder schneller zu fangen. Ich habe eine neue. Ja. Ich habe eine neue Antenne gekriegt. Cool. Ich habe einen Aufkleber gekriegt. Haben sie auch viel gegeben, aber sind hier noch. Ach nee, wird ja ein neues Match gesucht, stimmt ja. Heieiei. Oh, das geht aber echt schnell jetzt, ne? Ja gut, 100.000 Leute on the line. So, das wäre dann jetzt das dritte Spiel, wa? Das dritte. Jo. Wir spielen gegen den. Token One und Vinyl. Aha, Vinyl. Jetzt kriegen wir auf Fresse, oder? Ja, wahrscheinlich. Ach, Quatsch. Das Spiel hat uns hier als Profis eingeordnet. Wahrscheinlich zu Recht, ne? Natürlich zu Recht. Geh mal in die Mitte. Ja! Nein, der ist draußen. Oh, nein! Ärgerlich. Nein! Ich konnte nicht. Ich bin lieber rückwärts gefahren, als versucht zu drehen, ja. Schnell weggewichen. Ich habe zwar ihn noch wegge. Danach. Ja. Mhm. Ist egal. 1-0 ist kein Problem. Wir wissen ja, man kann auch noch 5 Tore in der letzten Minute machen. Richtig, das hatten wir ja in der letzten Saison. Ja. Oh. Hol ihn dir. Boah. Weg mit der Pille. Ja,
Nein. Nein. Jetzt kommt der Zeitpunkt des Muscles hier wieder. Oh, 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 oh. Ah! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Drittes Spiel und jetzt kriegen wir auf der Nuss. Verdammt! Jetzt schon. Ja, ja, ja. Wir begrüßen einfach mal Nick One im Stream. Das ist ja super. Hallo, Nick One. Ja. Du kommst gerade zur günstigen Stelle. Wo wir voll auf die Fresse kriegen. Oh, oh. Eben gehüpft. Ah, den habe ich nicht mehr gekriegt. Ich werd mal das lieber so beantworten im Stream. Alles klar bei uns? Also bei mir ist alles klar. Und bei dir, Chicky Boink? Bei dir ist auch alles klar, ne? Ja, alles klar. Alles Roger. Ja. Roger. Oh, oh, oh. Nein! Ich habe... Ach, das fehlt das Zielwasser. Da ist das Tor. Ja. Jawohl. So, da ist jetzt es guck endlich. Dir das Replay an. Das war Skill. Guckst du ja, an. Ja, zack, ja, das, dann, deswegen. Wir sind ja auch, so, wir sind ja auch im Silberrang. Genau. Mit Effet. Der Cheeky immer. So. So, das war suboptimal, weil der Firefox da irgendwas tut und nicht sich auf das Spiel konzentriert. Ja, aber ich musste. Ich werde mal versuchen, also bitte, Nick, nicht traurig sein. Ich kann nicht tippen mit der linken Hand, während ich eigentlich die Hände am Controller brauche. Ah. Da ist es, da ist er, da ist er! Oh! Da kommt! Oh! Mensch, 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 Mensch. Oh, Weg damit! Das war geskillt. Ja, aber der Ball ist immer noch warm irgendwie. Weg. Weg. Du fliegst aber hier gerade wie Superman, ja? Achtung! Ah, da ist er! Ja, 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 ja! Oh Gott, meine Nachbarn sind wach geworden. Echt? Guck's dir an! Aber das war muss man ja sagen. Er hat ihn aber noch geditscht, ja, das muss man dazu sagen. Er hat ihn geditscht. Boah. Und weiter geht's. Ich hab Blutdruck. Blutdruck? Also nicht, dass es nachher wie in den hitzigen Phasen. Ah, oh, nee, der war zu hoch. Der geht noch an Pfosten. Da kommt daneben. Der nächste. Nein, schade. Das hat mich jetzt voll irritiert hier. Was machst du eigentlich da an der Wand? Wo? Spider-Man? Na, ich hatte Turbo, wisst ihr, das mit dem... Ach so. Ja, ja, das, sonst komme ich ja nicht hinterher. Ich bin ja ein bisschen dicker hier mit meinem Chassis. Oh, oh. Berührt habe ich ihn zwar. Oh, oh, oh. Hochschüsse mag ich gar nicht. Ah. Scheiße. Darf ich auch mal wieder mitspielen hier? Ja, du darfst ein Tor machen, wenn du das möchtest. Ja, ja, ich hab's eigentlich vor. Okay. Oh, oh. Aber die Torpedo... Oh. Oh. Ja, ja, der war unerwartet. Du hast ein Tor gemacht, nämlich du hast mich ins Tor geschleudert. Echt? Cool. Und wie viele Punkte zählt es? 200. Wahnsinn, das ist ja Goldrang. Das stimmt, das wäre Goldrang. Achtung, und jetzt. Oh. Hau den weg. Ja. Voll. Mittel. Ach, das war ein Pass. Oh. Oh. Da ist das Tor. Na, na. Oh. Ich glaube, das wird sehr knapp. Ah. Und ich glaube... Ah, doch nicht. Oh,
Da ist es. Nein! Mist! Halt die Kurve irgendwie nicht so eng genommen. Scheiße. Ah. Und jetzt aber. Ja! Da ist es! Da ist es! Jawohl! So, eins noch. Ja, das schaffen wir. Komm, das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. Man muss auch dazu noch sagen, durch die zwei Siege vorher waren wir jetzt ein bisschen erfolgsverwöhnt. Ja, ja, und auf jeden Fall. Wir müssen jetzt ein bisschen erarbeiten hier. Ja, wir haben es zu lange ruhen lassen, kein Training gemacht. Wenn man hier gegen knallharte Semi-Profis antritt, dann... Ja, der ist doch Tor. Ja, scheiße. Schade, schade, schade. Mist. Aber noch zwei Stück. Das ist kein Problem, die kriegen wir jetzt. Nee, ist noch machbar. Fünf Tore in was waren das? 35, 40 Sekunden? Nö, also das war eine knappe Minute, wenn überhaupt, ne? Ja. Ah. Aha. Da ist er! Da ist es! Nein! Nein. Oh, ich war so nervös. Das ist wie beim ersten Mal Vortrag halten, ne? Ja, bloß nicht noch ins Kassieren. Mann, bleibt der Ball in Na komm! Jetzt. Schade. Schade! Oh, neun Punkte, die wir uns gerade erarbeitet haben, ja, in den vorigen zwei Spielen. Die haben wir jetzt verloren. Das ist doch beschiss, ist das. In diesem Sinne, liebe Leute. Also jetzt nicht wundern, Nick, ich zeichne nebenbei auf, ja. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war die ersten drei Matches. Die nächsten drei Matches, die kommen dann in der nächsten Folge. Wenn es gefallen hat, dann ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ein Kommentar ist auch nicht schlecht. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einfach ein Abo hinterlassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss von uns beiden. Tschüss. Ciao.